Die letzten 72 Stunden waren, wie Sie sich denken können, eine besonders intensive Zeit für mich. Ich habe einen Schnellkurs über politische Rituale und Mechanismen gelernt. Jetzt geht es darum, diese Chance zu nutzen, um Österreich wieder stark zu machen, um unser Land zu einem europäischen Vorbild zu machen. Die Ausgangsvoraussetzungen sind denkbar schwierig und die Herausforderung könnte, glaube ich, gar nicht kleiner sein, weil wenn Sie sich anschauen, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat, die Herausforderungen, dann sind die bedeutend. Wir sind damit konfrontiert, dass wir auf der Seite der Beschäftigung mit Arbeitslosenraten konfrontiert sind, die für uns nicht akzeptabel sind. Unternehmen haben das Vertrauen verloren in den Standort und reduzieren ihre Investitionen, um damit zuverlässig die Krise für die nächsten Jahre weiter zu perpetuieren. Wir haben erlebt, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Land mit Reallohnverlusten konfrontiert sind, mittlerweile im sechsten Jahr. Und wir wissen, dass das Wirtschaftswachstum, das wir in Österreich haben, im europäischen Vergleich bescheiden und unzureichend ist. Wir sehen auch, dass immer mehr Lehrlinge ihre Lehrabschlüsse nicht machen. Wir erleben auch, dass immer mehr Abgänger unserer Schulen nicht mehr in der Lage sind, sinnestiftend zu lesen. Das ist ein Kosmos und eine Bestandsaufnahme, die natürlich denkbar schwierig ist und, wenn man so will, ein bisschen einen negativen Ausblick bietet. Aber ich bin auch davon überzeugt, und sonst hätte ich die Bereitschaft nicht gehabt, sonst wäre es ja auch ein Himmelfahrtskommando gewesen, dass unser Land jede Voraussetzung hat und jede Möglichkeit hat, wieder eines der Vorzeigeländer in Europa zu werden, ein Platz, wo die Menschen gerne leben, ein Platz, wo Aufstieg in unserer Gesellschaft nicht nur ein leeres Wort ist und nicht nur wenigen vorbehalten ist. Herr Kern, einer der großen Streitpunkte innerhalb der SPÖ der vergangenen Wochen war, wie hält man es mit den Freiheitlichen? Ihr Vorgänger Werner Faymann hat das immer ganz klar, eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Wie halten Sie es denn mit der FPÖ? Also diese Antwort ist denkbar einfach. Also das Erste ist, wir haben heute im Freundeskreis diskutiert, was unsere Perspektiven sind. Wir wollen in Österreich einen Führungsanspruch stellen. Wir wollen dieses Land in die Zukunft führen. Wir wollen stärkste Kraft in diesem Land bleiben. Das ist sonnenklar. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir zu definieren haben, unter welchen Bedingungen wir mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Peter Kaiser hat einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht, das anhand eines Kriterienkatalogs zu entwickeln. Eines dieser Kriterien, und das halte ich für den Kern der Vranitzky-Doktrin, ist, wir arbeiten nicht mit Parteien zusammen, die gegen Menschen und Minderheiten hetzen. Punkt. Diese Grundsätze gilt es zu entwickeln und anhand derer Grundsätze werden wir die Bereitschaft der anderen Parteien auszuloten haben, wer bereit ist, diesen Weg mit uns mitzugehen. Und ich möchte dazu sagen, falls Sie diese Vermutung haben, aus meiner Sicht ist es auch sonnenklar, dass am Ende Grundsätze immer vor dem nackten Machterhalt gehen. Lusten konfrontiert sind mittlerweile im sechsten Jahr und wir wissen, dass das Wirtschaftswachstum, das wir in Österreich haben, im europäischen Vergleich bescheiden und unzureichend ist. Wir sehen auch, dass immer mehr Lehrlinge ihre Lehrabschlüsse nicht machen. Wir erleben auch, dass immer mehr Abgänger unserer Schulen nicht mehr in der Lage sind, sinnestiftend zu lesen. Das ist ein Kosmos und eine Bestandsaufnahme, die natürlich denkbar schwierig ist und, wenn man so will, ein bisschen einen negativen Ausblick bietet. Aber ich bin auch der... Ihr Vorgänger Werner Faymann hat das immer ganz klar, eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Wie halten Sie es denn mit der FPÖ? Also diese Antwort ist denkbar einfach. Also das Erste ist, wir haben heute im Freundeskreis diskutiert, was unsere Perspektiven sind. Wir wollen in Österreich einen Führungsanspruch stellen. Wir wollen dieses Land in die Zukunft führen. Wir wollen stärkste Kraft in diesem Land bleiben. Das ist sonnenklar. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir zu definieren haben, unter welchen Bedingungen wir mit. Die letzten 72 Stunden waren, wie Sie sich denken können, eine besonders intensive Zeit für mich. Ich habe einen Schnellkurs über politische Rituale und Mechanismen gelernt. Jetzt geht es darum, diese Chance zu nutzen, um Österreich wieder stark zu machen, um unser Land zu einem europäischen Vorbild zu machen. Die Ausgangsvoraussetzungen sind denkbar schwierig und die Herausforderung könnte, glaube ich, gar nicht kleiner sein, weil wenn Sie sich anschauen, was in den letzten Jahren davon überzeugt, und sonst hätte ich die Bereitschaft nicht gehabt, sonst wäre es ja auch ein Himmelfahrtskommando gewesen, dass unser Land jede Voraussetzung hat und jede Möglichkeit hat, wieder eines der Vorzeigeländer in Europa zu werden, ein Platz, wo die Menschen gerne leben, ein Platz, wo Aufstieg in unserer Gesellschaft nicht nur ein leeres Wort ist
und nicht nur wenigen vorbehalten ist. Herr Kern, einer der großen Streitpunkte innerhalb der SPÖ der vergangenen Wochen war, wie hält man es mit den Freiheiten? Wenn sich entwickelt hat, die Herausforderungen, dann sind die bedeutend. Wir sind damit konfrontiert, dass wir auf der Seite der Beschäftigung mit Arbeitslosenraten konfrontiert sind, die für uns nicht akzeptabel sind. Unternehmen haben das Vertrauen verloren in den Standort und reduzieren ihre Investitionen, um damit zuverlässig die Krise für die nächsten Jahre weiter zu perpetuieren. Wir haben erlebt, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Land mit Reallohn